Um nichts mehr rund um GTA 5 online zu verpassen und generell auf meinem Kanal nichts mehr zu verpassen, drück jetzt auf den Abonnier-Button und auf die Glocke daneben, um auch die Benachrichtigung zu aktivieren. Somit erhältst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder sogar einen Livestream mache. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und hier bleibt das Video für euch. Wie jeder weiß, kam vorhin ja das neue Import- und Export-DLC für GTA Online heraus, welches wirklich extrem geil ist. Dadurch habe ich mir aber auch ein paar Fragen gestellt. Ich habe übrigens einen Livestream gemacht, wer diesen noch nicht gesehen haben sollte, kann das Ganze ja mal abchecken, indem man jetzt einfach oben rechts auf die Infocard klickt. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen, wo ich das Ganze grob zusammenfasse, sodass ihr euch nicht 2 Stunden Livestream geben müsst. Aber labern wir jetzt nicht ewig rum, sondern fangen endlich an mit dem Video. Wie bestimmt jeder gemerkt hat, gibt es nun einen Rampcar, nämlich in GTA 5. Dieses ist ein Buggy, welcher eine riesige Rampe auf seinem Dach bzw. anstatt der Motorhaube hat. Wenn dieses Fahrzeug jetzt gegen andere Fahrzeuge fährt, fliegen diese extrem weit weg. Ich habe mir dann überlegt, was eigentlich passiert, wenn ein Rampcar mal gegen ein anderes fährt. Fliegen beide weg, fliegt nur eins weg oder passiert einfach gar nichts? Bevor ihr das Video jetzt weiterschaut, schreibt mir eure Vermutung mal bitte in die Kommentare. Genau jetzt. So, ich warte jetzt kurz. Habt ihr da reingeschrieben? Warte mal, was sehe ich denn da? Ihr habt noch nicht geliked? Ja, dann wird es jetzt mal langsam Zeit, ne? Also, gut. Habt ihr Kommentare geschrieben? Geliked? Sehr schön. Also, schaut einfach mal selber, was passiert. Die beiden Ramcars rasen einfach aufeinander zu, blockieren sich dann einfach gegenseitig. Damit hätte man eventuell rechnen können. Mal gucken, wer es alles so richtig hatte. Aber kommen wir direkt zum nächsten Test. Hier habe ich mir nämlich gedacht, wenn der neue Voltec doch so unnormal schnell ist mit seinem Düsenantrieb und welche Fahrzeuge haben denn noch Düsenantriebe in GTA 5 bzw. auch generell richtig Düsenjäger, habe ich mir einfach mal überlegt, glaubt ihr, dass ein Auto genauso schnell sein kann wie ein Jet? Schreibt mir auch dazu jetzt einfach mal eure Vermutung in die Kommentare. Ist wirklich eine Hydra schneller oder langsamer als dieser Voltec, der neue mit dem Raketenantrieb? Auch hierbei könnt ihr euch jetzt einfach mal selber das Video geben. Was jetzt hier rauskam, war wirklich extrem erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Hydra wesentlich schneller ist. Wir haben das Ganze ja mit 2 Tests gemacht. Einmal ist die Hydra wirklich am Boden geblieben, ist gerollt. Da hat der Voltec einfach nur weggezogen. Die Hydra hat man kaum noch gesehen. Beim anderen Test, als die Hydra geflogen ist, hat sie dann auf Dauer aufgeholt. Aber sie hat wirklich die ganze Startbahn gebraucht, um wieder aufzuholen. Also ist der Voltec wirklich ein extrem schnelles, wenn nicht sogar das schnellste Fahrzeug in GTA 5. Ich würde sagen, auf eine kurze Strecke, Drag Race oder sowas, ist er eh unschlagbar. Aber auf die lange Strecke ist dann halt doch die Hydra dann noch schneller. Der 3. Test ist im Prinzip eigentlich nur eine kleine Idee, was ihr mal machen könnt mit euren Freunden, wenn ihr zu viel Geld und Zeit in GTA 5 online habt. Und zwar habe ich einfach mal getestet, wie weit ich mit einem Voltec über das Rampcar springen kann. Und das Ergebnis war einfach nur unnormal. Ich bin so extrem hoch und weit gesprungen, habe einen Überschlag gemacht. Das war einfach so geil. Das macht wirklich extrem viel Spaß. Wir haben es danach noch ein paar Mal gemacht. Ihr könnt ja mal ausprobieren, wann es am besten ist, diesen Turbo nochmal zu zünden. Weit vorne, dass ihr generell schneller seid, während ihr springt oder wann auch immer. Das solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Das ist richtig krass. Ansonsten bin ich an der Stelle einfach mal raus. Wenn ihr noch Geld für das ELC braucht, könnt ihr einfach mal die Infokarte abchecken. Da kommt ihr nämlich zu dem Video, wo ich gezeigt habe, wie ihr legal schnell Geld machen könnt. Oder wenn ihr ein Unlock All haben wollt, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich das Ganze auch nochmal verlinkt. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag DLC. Und damit bin ich einfach mal raus. Ciao. Haut rein.